Willkommen zurück zu Mega Man für den NES. Beim letzten Mal haben wir gerade Cutman besiegt. Das heißt, wir müssen jetzt den nächsten Boss wählen. Eggman ist derjenige, der den Nachteil gegen die Waffe von Cutman hat. Das heißt, der wird auch unser nächstes Ziel werden. Wir kriegen sogar eine zweite Waffe hier drin, wobei Waffe vielleicht ein großes Wort ist, aber eine der nützlichsten Sachen, die wir überhaupt im Spiel kriegen, ist in diesem Level versteckt. Und dafür brauchen wir Gutsmans Attacke. Das werde ich aber gleich zeigen, wenn ich da, soweit bin. Erstmal geht's jetzt durch. Das Eggman-Level ist ein bisschen scheiße. Also, es geht, aber es hat halt viele Stellen, wo ich nicht durchkommen werde, ohne verletzt zu werden. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Ich schätze, es gibt bestimmt irgendwelche coolen Tricks, die ich nicht kenne. Wobei ich... Naja, schon gut. Okay, die sind ein bisschen fies, ja, wenn genau sowas passiert. Aber ansonsten kommt man da auch hoch. Jetzt hoffe ich, dass ich nicht nochmal ganz runtergeschmissen werde. Das passiert schon mal ab und zu. Ist natürlich ein Zeitfresser, wenn man hier ganz runterfliegt. Aber sieht gut aus. Jetzt kommen die ersten verschwindenden Boxen. Die gibt es in vielen, vielen Mega Man-Teilen. Könnte mir sogar vorstellen, allen. Ich bin aber gar nicht ganz sicher. Jedenfalls, wenn man einmal weiß, in welcher Reihenfolge die erscheinen und wechseln, dann ist das schon in Ordnung. Und auch wenn es gar nicht so aussieht, ich weiß tatsächlich, wo ich herlaufe. Hier, genau deshalb. Das dauert nur einen Moment, bis sie kommen. Aber dann kommt man hierher tatsächlich weiter. Ja, jetzt komme ich zu einem kleinen Abgrund, aber den sollte ich eigentlich problemlos überstehen. Ich werde mir nicht die Leben da holen, denn ich glaube nicht, dass ich da lebend wieder rauskomme. Das schaffe ich leider zu selten. Jetzt die Frage, ob ich links oder rechts hergehe. Ich sollte erstmal die Gegner besiegen vielleicht. Ah, das ist was zum Heilen. Gut, ja, ich werde links hergehen. Ich könnte mich irren, aber ich glaube, links ist ein bisschen besser, weil man nicht immer auf diese Blitze warten muss und dann ist das Timing nicht so perfekt raus. Hier wahrscheinlich auch nicht, aber... okay. Im dritten wurde ich getroffen. Schade. So, weiter geht's. Die sind... die kommen. Ja, natürlich treffen die mich auch zweimal. Mein Gott. Wenn ich zum Heilen gehabt, wäre es jetzt eng geworden. Ach ja. So, und da ist auch schon die erste Waffe, die wir haben wollen. Ich bin nicht mal sicher, wie das Ding heißt. Es wird nachher mit M abgekürzt. Wir werden sehen. Vielleicht Mega Beam oder sowas. Jedenfalls, was man damit macht, ist einen blauen Strahl erzeugen, auf dem man springen kann. Ich werde das vielleicht, glaube ich, mal demonstrieren. Ja, vielleicht auch nicht. Ich weiß noch nicht. Ja doch, das ist eigentlich eine ganz gute Stelle, um das hier mal zu zeigen. Wenn ich gerade nicht... Ja, jetzt kann ich mich wieder bewegen. Ja, ich wechsle mal eben auf das Ding und zeige euch, wie das hier funktioniert. Das war's schon. Also, das blinkt ein bisschen, aber das heißt nicht, dass man da nicht draufstehen könnte. Und nach einer Weile verschwindet es einfach und dann, wenn man da noch draufsteht, fällt man eben runter. Das braucht man nachher in den letzten Gebieten tatsächlich, um voranzukommen. Aber jetzt in diesen Gebieten ist es auch schon sehr hilfreich. Ich warte mal eben, bis da oben dieser, ich nenne es mal Frosch, runterspringt. Gut. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hochkommen. Ein bisschen warten und weiter. Gut. Wir sind schon gar nicht mehr so weit vom Gegner entfernt. Hier kommt nochmal so ein Abgrund, diesmal ohne Heil-Item. Wäre ja auch zu einfach sonst. Und ja, hier sieht man schon, also dieses Ding ist einfach ultra nützlich für ganz viele Sachen. Hier werde ich es, glaube ich, auch nochmal benutzen, damit ich nicht von den Blitzen getroffen werde. Und so einfach kommt man manchmal durch die Level, wenn man dieses Teil hat. Natürlich könnte man jetzt sagen, gut, dann hätte ich es vielleicht zuerst machen sollen. Aber man darf nicht vergessen, ich brauche... Ja, gut. Ich brauche Gutsman, um das zu bekommen. Das heißt, ich muss mindestens Gutsman besiegen. Und wenn ich nicht in der Lage wäre, Eggman mit Megabuster zu besiegen, oder mit Gutsman-Attacke, dann müsste ich auch Cutman vorher besiegen. Und dementsprechend gibt es gar nicht so viel weniger Bosse vorher, die man schaffen muss, wenn man wirklich schnell hier dran kommen will. Ja. Diese Stelle nervt mich ein bisschen, weil man immer so lange warten muss und ich nie die Geduld für habe, aber ich streng mich gerade echt an. Und ich hoffe, ja, komm. Ich habe gar nicht genug Leben. Also wenn er mich einmal trifft, bin ich glaube ich direkt tot. Das heißt, das wird jetzt mehr ein Glücksspiel. Und ich gucke natürlich nach links. Das ist das Blödeste, was passieren kann. Direkt nach rechts und ja, 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 nein. Oh.
Oh, komm nicht hoch, komm nicht hoch. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Nein, nein, nein. Oh, Gott sei Dank. Ich glaube, eine Sekunde mehr und das wäre es für mich gewesen. Mein Gott. Manchmal haben wir doch ein bisschen Glück in diesem Spiel. Damit ist Eggman besiegt und ich bekomme seine Waffe. Gut, und ja, ihr dürft jetzt dreimal raten, gegen welchen Boss ich damit den Vorteil habe. Und ja, falls es euch genauso irritiert wie mich, dass Iceman gegen Fireman den Vorteil hat und nicht andersrum, das ist nun mal so. In späteren Teilen ist es nie so. Und ich weiß auch nicht so sicher, warum Eggman eigentlich den Vorteil gegen Iceman hat. Ich meine, ja, er ist irgendwie... Wenn Iceman Wasser wäre, dann würde ich das einsehen, dann wäre es genau richtig drin. Aber als Eis ist es irgendwie... Ich weiß nicht, es ist ein bisschen falsch. Und wie gesagt, in späteren Teilen hat Feuer eigentlich immer den Vorteil gegen Eis. Ich hab schon wieder völlig verdrängt, wie man die besiegen muss. Man muss immer den Kopf von denen treffen direkt, damit die komplett tot sind. Wenn man das Unterteil trifft, dann fängt der Kopf an, wild rumzufliegen. Gut, aber die habe ich jetzt hinter mir. Jetzt geht's nochmal wieder so ein paar Pinguine mit Propellern. Oh, oh, ja. Nein, was tut das Teil da unten mit? Das gibt's ja gar nicht. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, ja. Das stoppt, aber dann hat der Pinguin mich bekommen. Manchmal verschwört sich die ganze Welt gegen ihn. Gut, dieses Level ist mein absolutes Hasslevel in diesem Teil. Das ist eigentlich... Das ist nicht so schrecklich, wie ich die ganze Zeit tue, aber es hat Stellen, die mich einfach total fertig machen. Und die sind noch nicht da gewesen, die kommen noch. Das ist schon so ein kleines, ein kleiner Anfang davon. Denn, ich hab ganz vergessen. Okay. Ja, ich muss das Timing nochmal eben rauskriegen. Das könnte mich ein, zwei Versuche kosten, aber eigentlich ist das nur noch die leichtere Stelle. Ja, schade, zu spät gesprungen. Die schwierigere Stelle kommt gleich im nächsten Raum. Ist ein sehr großes Rätsel, wo man, also Rätsel ist ein großes Wort, aber wo man eben sehr viele rumspringen muss, bevor man wirklich zum Ziel kommt. Ja. Ich werde allerdings das ein bisschen austricksen, also ich werde einfach dieses Ding hier benutzen. Ich könnte natürlich jetzt direkt drüber, aber ich will es nicht verschwenden, weil ich es gleich noch brauchen werde, wenn ich nicht sterben will. Ja, jetzt habe ich den Sprung versaut, muss ich nochmal eben warten, bis die Steine wieder hinkommen. Und jetzt geht's los. Und weiter und weiter und jetzt das Ding und... Ah! Okay, ja. Das passiert, wenn man zu dumm zum Springen ist. Ich hoffe jetzt beim zweiten Versuch. Ja. Okay. Jetzt kommt die Stelle, die ich am schlimmsten finde. Weil man springt eben auf diese Dinger da und dann fliegt man hin und her und springt von einem zum anderen und immer weiter. Aber die fliegen nicht so ganz... Ich bin ein bisschen zufällig und das tötet mich immer. Deswegen springe ich lieber auf diese Art, auch wenn es ein bisschen gemein ist. Aber nach dem Level lädt sich das Ding sowieso wieder komplett auf. Und dementsprechend kann ich das hier einfach verwenden. Und jetzt habe ich es tatsächlich geschafft, ohne zu sterben, obwohl ich schon seit Anfang an angekündigt habe, dass ich hier ganz oft sterben würde. Jetzt fühle ich mich ein bisschen wie ein Lügner. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich leite nochmal ein bisschen auf, auch wenn es eigentlich komplett unsinnig ist, aber so seht ihr zumindest mal in Aktion, wie diese Energie-Dinger funktionieren. Auch wenn es wirklich nicht so wahnsinnig kompliziert ist. Ach ja, als wenn ich an dem vorbeikommen würde, ohne dass der mich trifft. Wow, okay, habe ich nicht gekommen sehen. Aber sehr gut. Das würde ich schon wieder. Irgendwie kann ich, nicht, kann ich die nicht in Ruhe lassen, wenn ich an dem vorbei bin. Das auch nicht. Ja, dieser Vorraum ist wieder ganz nett. Wie man jetzt sieht, ich habe Pinguine vor mir, kann ich ein bisschen töten, ich verliere manchmal was zum Heilen, aber ich meine, gut. Mit dem Boss habe ich eh nicht so die Probleme. Ja. Mit Eggmans Attacke ist der Boss tatsächlich extremst einfach. Ich meine, er ist auch mit dem Megabuster sehr einfach, aber da muss man die Sprünge so oft schaffen. Mit dieser Attacke muss man nur zwei Sprünge schaffen. Ich werde gleich einmal demonstrieren. Ganz wichtig ist, auch wenn er tot ist, die Sprünge noch machen. Die Dinger können euch immer noch treffen und töten. Und dann habt ihr immer noch verloren. So unfair das auch sein mag. Aber wir sind so weit, wie wir hier sein wollten. Und haben alle sechs Bosse besiegt. Das bedeutet, jetzt öffnet sich der Weg zum letzten Level. Also nicht zum letzten Level, aber zu Wilys Schloss sozusagen. Und das sind
nochmal ein paar Level hintereinander, ich glaube 3 oder 4, mit jeweils so ein paar kleinen Bossgegnern drin und am Ende ein Bossrush und dann der Kampf gegen den Endboss. Der Bossrush im ersten Teil ist ein bisschen merkwürdig, weil 2 von den 6 Bossen kommen schon ein ganzes Stück vorher und der Bossrush besteht dementsprechend nur noch aus 4 Bossgegnern. Was gar nicht so schlecht ist, weil er so auch schon unangenehm genug ist. Aber es ist halt ganz anders als in den anderen Spielen, wo der Bossrush immer diese 8 Gegner eben hat. Ich meine, allgemein gibt es in diesem Teil nur 6 Gegner und normalerweise in allen anderen Teilen 8, aber dass dann der Bossrush auf 4 reduziert wird, ist schon ein bisschen wenig. Gut, jetzt wurde ich natürlich schon direkt getroffen, weil ich zu viel geredet habe. Und ja, natürlich auch noch. Ja, wenn mich der dritte noch kriegt, dann bin ich gleich tot. Dann war das ein sehr langes Leben in diesem Schloss, aber ich glaube, ich nehme einfach hier dieses das Ding und springe über ihn drüber. Ich weiß, dass ich es nachher noch brauche, aber ich weiß auch, dass es da noch Energie gibt, die ich aufheben kann, also es sollte alles noch gut sein. Ja, die Dinger kann man tatsächlich sogar auch mit Elegman zerstören. Das werde ich jetzt aber nicht demonstrieren, weil ich gerne Elegman nicht verschwenden will. Jetzt müssen wir erstmal das Feuer loswerden, dafür ist die Attacke von Iceman sehr gut. Man muss nur ein bisschen das Timing drauf haben, weil man die beiden Flammen eben gleichzeitig trifft. Ja, die zu vereisen war ein bisschen unsinnig, aber ich glaube, ich kann... Ja, okay. die Leben sind eigentlich ganz nett. Ich guck mal, ob ich den Sprung schaffe, aber ich gehe stark davon aus, dass ich es nicht schaffen werde. Nein, natürlich nicht. Wäre auch zu schön gewesen. So, und ich... Nein, ich hätte direkt hochgehen und schießen müssen. Ja, kann ich jetzt nochmal versuchen. Und schuss, nein, verschwindet, aber ja, okay, alles gut wieder. Ja, das Leben da oben hole ich mir, glaube ich, sicherheitshalber mal. Kann ich jetzt auch mal einmal zeigen, wie das mit Elegmans Attacke funktioniert. Ja. Und ich habe sogar einen damit getötet, das hat mich sogar überrascht. Ja, jetzt muss ich da irgendwie hoch. Ja, schon. Und dann werfen wir das Ding, glaube ich, einfach mal gegen den... Ja. Und wir haben uns geheilt. Jetzt sind die schon wieder neu gespawnt. Das gefällt mir ja gar nicht. Guck ich mal, dass ich die möglichst schnell niederschieße. Das funktioniert. Und da ist noch einer gelandet. Und ein paar Kisten aus dem Weg räumen. Warum? Nee, noch ein paar. Was war das denn für ein Bug? Das hat sogar Energie verbraucht, das ist ja gemein. Und wir sind gar nicht mehr so weit vom ersten Boss entfernt, aber doch noch ein Stückchen, denke ich. Okay, wie ging das denn nochmal? Ich glaube, ich muss schießen, ja. Und dann nochmal. Und jetzt rennen. Ah, funktioniert gut. Ah ja. Ich glaube, der Sinn hier ist, auf die Dinger zu springen und rüber zu fliegen, aber ich benutze halt normalerweise dieses... gibt's doch gar nicht. Jetzt will ich es einmal versuchen und... Nee, okay. Jetzt fliegt er immer höher. Ja gut, ich benutze das Ding jetzt doch. Auf der anderen Seite von dieser von diesem Raum liegen ein paar Energy Packs, die kann ich gleich benutzen. Und hier gibt's einen kleinen Trick, weil in dem Raum... genommen. Nee. Okay. In dem Raum darüber brauchten wir diese Waffe, um überhaupt weiterzukommen. Hier sieht man das schon. Wir müssen uns eben hier hin und her schießen und dafür brauchen wir Energie. Und wenn man eben keine Energie mehr hat, dann geht man immer kurz in den Raum rein, klettert wieder die Leiter runter und nimmt sich die Energy Packs, die respawned sind. Und so kann man es ziemlich auffüllen. Ich mache das jetzt, glaube ich, noch ein, zwei Mal und dann sehe ich mal zu, dass ich da hochkomme. Ja. Dazu gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Ich meine, es ist ein bisschen langweilig, aber es dauert halt nicht so lange und man hat dann das Ding wieder voll. Das einzige Problem, was jetzt kommen könnte, ist, dass ich vielleicht einen Sprung versaue und dann nochmal von vorne anfangen muss. Ich versuche mal, das perfekt zu machen hier. Ja, komm, ja. Okay, das hat gut geklappt, wenn ich mir mal selbst so auf die Schulter klopfen darf. Und ja, damit habe ich den Raum dann auch hinter mir und ich glaube, jetzt kommt tatsächlich der Yellow Devil. Gut. Sagen wir mal, ich bin nicht sicher, ob ich den jetzt beim ersten Mal besiege, weil es schon ein bisschen her ist, dass ich das letzte Mal gespielt habe und ich sein Pattern nicht mehr kenne. Wenn man das kennt, ist der total einfach, aber ich muss halt erstmal wieder gucken, was wann kommt.
Die Dinger kommen immer in der gleichen Reihenfolge. Das heißt, wenn man einmal weiß, wie die fliegen, dann weiß man es auch fürs nächste Mal. Und immer wenn er zusammengesetzt ist, kommt sein Auge raus und er schießt. Und in dem Moment kann man ihn verletzen, wenn man, indem man auf das Auge schießt. Ich glaube, ich habe es wieder relativ gut raus, aber ja, jetzt habe ich natürlich schon zu wenig Leben. Ja, kann gut sein, dass ich gleich sterbe. Vielleicht, wenn ich ins Blut springe oder so, dann ist es schon vorbei. Aber noch geht's. Man muss immer versuchen, möglichst früh zu springen, also beim letzten Sprung, um zu schießen. Denn dann trifft einen der Schuss, der aus dem Auge kommt, nicht. So wie man es jetzt gesehen hat. Und mit... Ahaha, zu früh gesprungen. Okay, schade. Macht aber nichts. Zweiter Versuch wird auf jeden Fall kein Problem werden. Also der ist, wie gesagt, man muss einmal sich die Reihenfolge merken, in der die Dinger geschossen werden, und dann ist der wirklich kein Problem mehr. Das Schöne ist, man macht ihm mit einem Schuss ungefähr so viel Schaden wie, also ziemlich genau so viel Schaden, wie er einem mit einem Schuss macht, das, oder mit einem Treffer allgemein. Das heißt, wenn man ihn immer einmal trifft, während er diesen Wechsel macht, dann muss man nur einmal dafür sorgen, dass er einen nicht trifft, und man gewinnt schon. Deswegen ist es auch relativ egal, dass er mich jetzt gerade einmal getroffen hat. Den Kampf dürfte ich immer noch relativ einfach gewinnen. Ja, das war schon wieder besser, und jetzt bin ich schon vorne von den Leben her. Energiemäßig mache ich mir gerade auch noch keine Sorgen. Das sollte auch noch alles gut funktionieren, auch wenn ich vorher schon mal ein paar Mal mit dem Ding geschossen habe. Aber ja, sieht gut aus. Diesen Kampf finden viele Leute hart, von dem, was ich so gehört habe, aber ich weiß nicht, also im Vergleich zu manchen von den Leveln in anderen Megaman-Teilen finde ich den hier wirklich sehr zahm. Ich meine, man hat nicht so viel Platz zu manövrieren, aber er deutet jedes Mal an, welches Körperteil er schießt, und ich meine, das braucht man nicht mal mehr nach 2-3 Runden, weil man dann sowieso schon weiß, was wann kommt. Ja, habe ich keinen großen Sprung gemacht, obwohl ich es hätte tun sollen. Und ich glaube, mit dem nächsten Schuss kann ich eventuell schon gewinnen. Dann haben wir diesen Kampf in Downs. Ja, schauen wir mal. Und ja, Sieg! Ja, ich denke, ich werde diesen Part dabei beenden und dann hoffentlich nur noch einen letzten Part machen. Wir werden sehen. Also, der Copy-Megaman kommt noch, der macht mir ein bisschen Sorgen, und es könnte sein, dass ich einen Boss verstärbe. Aber eigentlich, wir sehen uns im nächsten Teil, wenn ich mal gucke, dass ich noch schnell durch das Schloss komme.